Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer weiteren Tierlist. Diese strotzen und so vor Testosteron. Es geht nämlich um männliche Videospiel-Hauptcharaktere. Also Spiele, Figuren, die man selber spielt, ja? Keine Nebencharaktere wie Sully aus Uncharted oder sowas. Dazu kann ich gerne nochmal eine weitere Liste machen. Es werden aber trotzdem einige fehlen. Ich zeige euch mal kurz hier die Übersicht. Ja, es sind schon einige dabei. Und ich sage mal so, das Video soll jetzt auch nicht 5 Stunden lang gehen. Wenn Figuren, wie gesagt, aus eurer Sicht fehlen, ballert mir das gerne in die Kommentare. Und vielleicht kann ich die zusammensammeln und nochmal einen zweiten Teil machen davon. Irgendwann ist natürlich auch geplant, das Ganze für die Frauen dazu, draußen zu machen. Und da müssen wir uns dann natürlich auch eigene Kategorien überlegen. Das habe ich jetzt hier bei den Männern gemacht. Ganz unten haben wir den Ehrenmann. Heutzutage will man kein Ehrenmann mehr sein. Jeder ist Ehrenmann angeblich. Und das ist ja schlimmer, als wenn du als Hurazon beleidigt wirst. Also das will heutzutage keiner mehr sein. Deswegen ganz unten der Ehrenmann. Dann haben wir den Milchmann, Freunde. Ja, wer kennt es nicht? Du bist auf Arbeit und dann kommt natürlich der Milchmann zu deiner Frau und soll eigentlich nur die Milch liefern, aber will eigentlich auch ihre Milch probieren. Und das kannst du natürlich nicht zulassen. So einen willst du natürlich auch nicht in deiner Nähe haben. Sondern, Dann hast du natürlich den Barmann. Der kann, auf der einen Seite kann er natürlich gut am Start sein, dir Getränke geben. Aber wenn natürlich eine schöne Frau neben dir steht an der Bar, dann bist du erstmal, ja, dann hast du nichts mehr zu melden. Und natürlich am Abend, wenn du der Letzte bist an der Bar, ja, 4.30 Uhr morgens, will der Typ vielleicht auch dich einfach nur loswerden und Feierabend machen. Also, ist ein zweischneidiges Schwert. So, nach dem Barmann haben wir dann den Flügelmann, den Wingman quasi. Mit dem bist du natürlich auf der Jagd nach schönen Frauen oder schönen Männern, je nachdem, worauf du Bock hast. Und der soll dir natürlich eigentlich den Rücken frei halten. Allerdings kann es natürlich hier und da zu Einzelfällen vorkommen, dass, ja, ich sag mal, das Zielobjekt beide interessiert besonders. Und, naja, ab und zu könnte es vielleicht dann zu Streit reinkommen, aber in den meisten Fällen natürlich nicht, weil ihr seid Wingmaner. Klar, ist doch klar. Dann haben wir den Edelmann, Freunde, den Edelmann, auf den ist immer Verlass, ist klar. Und ganz oben haben wir den Mann-O-Mann. Mann-O-Mann, Mann-O-Mann, ja, Mann-O-Mann. Herkules geht ran, la la la. Wer kennt den Song noch? Aus dem Disney-Herkules-Film. Einer meiner absoluten Lieblings-Disney-Filme. Egal, Freunde. Ich glaube, heute wird es ein bisschen lustig. So, Freunde, nachdem wir jetzt alle Kategorien durchgenommen haben, können wir natürlich auch die Jungs jetzt hier einordnen. Und wir fangen natürlich an mit, wie heißt der denn nochmal? Ach ja, Connor, genau. Connor ist der Erste aus Assassin's Creed 3. Ja, ich sag mal so, ich hätte gerne mehr gesehen von ihm, ja, aber viel haben wir jetzt nicht so gesehen. Seine Story ist natürlich tragisch am Anfang mit dem Verlust seiner Mutter und so. Aber ja, so mega super interessant ist er nicht. Allerdings trotzdem sympathisch. Ich sag mal so, als Flügelmann würde ich ihn nehmen, weil wahrscheinlich wird er eher so sein eigenes Ding machen und mir einfach nur Unterstützung geben. Deswegen kann man den schon da, denke ich, bei Flügelmann, aka Wingman einordnen. Dann haben wir Cloud aus Final Fantasy 7. Oder auch anderen Spielen. Wurde ja auch schon oft genutzt, die Figuren. Ich muss dazu sagen, ich habe den alten Final Fantasy Teil nie so richtig komplett gezockt. Ich kenne also quasi nur das Remake und das kann ich dann nur beurteilen. Ich weiß, Schande, ist ein schwarzer Fleck auf meiner Liste des Gamings. Und dementsprechend, ja, ist natürlich, man kann sich auf den verlassen, allerdings am Anfang noch recht arrogant. Ja, ist halt so, ja, ich würde den auch so einordnen. Ja. Schon sympathisch, aber ja. Dann haben wir den Doom-Guy aus Doom, natürlich logischerweise. Ja, also ist natürlich eine komplett blasse Figur, ist klar. Also, was hat er schon für eine Story? Großartig. Also, keine Ahnung, ich kenne auch eher nur die neueren Spiele jetzt. Klar, früher mal aufgeschnappt so. Aber hat er eine krasse Story oder so? Ist der cool? Eher so lame. Ja, Barmann, ja, keine Ahnung, so eine Mischung aus. Ist okay, könnte man sich bestimmt drauf verlassen, wenn es eine Mission zu erledigen gibt. Aber darüber hinaus kannst du wahrscheinlich mit dem nicht viel anfangen. Dann haben wir Sam Fisher, Freunde. Ach, eine längst vergessene Figur, gefühlt so, ja. Mittlerweile auch, wie lange ist es ja schon, der letzte Teil. Sam Fisher. Ja, wenn er einen Auftrag bekommt, erledigt er den auch natürlich, ja. Auch ein gebrochener Mann eigentlich, hat seine Tochter verloren im Laufe der Story und so weiter. Ja, aber darüber hinaus, wärst du gern mit dem unterwegs? Ich weiß ja nicht so wirklich, ja. Keine Ahnung, der säuft sich wahrscheinlich eher unter die Bar. Ach, trotzdem verlässlicher Typ, so. Ich würde ihn auch bei Flügelmann, Wingman einsortieren. Dann haben wir Marius aus Rise, Son of Rome. Auch das natürlich ein klassischer Soldat, der einfach sein Ding durchsieht, der, ja, schon edelmütig quasi durch die Gegend läuft und seinen Job erledigt, aber darüber hinaus, auch da ist nicht viel zu undenkt mit dem Charakter. Den werden wir auch nie wieder sehen. Und das, was wir gesehen haben von ihm, ja, zieht halt sein Rache-Ding durch. Auch er hat ein, ja, irgendwie hat gefühlt jeder hier so ein hartes Schicksal. Was ist denn hier los? Ist das irgendwie die Voraussetzung für die Liste oder was? Ja. Ich denke mal nicht, dass er dich verraten wird, wenn er auf deiner Seite ist. Aber, ja. Also ein Edelmann ist er jetzt auch nicht unbedingt. Auch Flügelmann, ja. Also, das ist halt irgendwie so, sind coole Typen so. Hier würde ich die einzeln rotieren. So coole, sympathische Typen. Aber, ja. Dann haben wir den Prinzen aus Prince of Persia. Hat der eigentlich einen richtigen Namen? Ich weiß es gar nicht. Ja.
so ein schicki Mickey Boy. Ja, also Barmann, irgendwie voll langweilig der Typ, so, wenn ich überlege. Klar, Spiele waren cool so, Sense of Time und so, war ein geiles Game, aber er als Figur, ich weiß nicht. Dann haben wir Duke Nukem, nie ein Spiel gespielt, außer dass dieses Game, was da 20 Jahre in der Entwicklungshölle war oder sowas, mal angezockt, war Schrott, finde ich. Das ist bestimmt so einer, nee, Alter, alleine der, ich glaube, war das nicht so, dass der Anfang ist, dass er direkt mit zwei Ladies am Start ist, so? Ja, das ist ein Milchmann, den kannst du, glaube ich, nicht vertrauen, das ist, nee, lass mal gut sein. Dann haben wir Jason. Jason aus Far Cry 3. Ja, Alter, erst der Sunny Boy, alles ist lustig und dann auch da wieder hartes Schicksal. Und zwischendurch scheißt er einfach auf seine eigenen Freunde, ne? Also dementsprechend würde ich ihn bei, ich weiß nicht, Milchmann. Der zieht sein Ding durch. Wenn da irgendeine Alte kommt mit geilen Titties, dann ist er weg. Kannst du dich nicht drauf verlassen, ey, komm. Ist ein Milchmann. Obwohl ich ihn schon irgendwie cool finde, so, aber ja, ein bisschen Spaß muss sein vorne für die Liste. Eivor, Eivor. Ja, was soll ich dazu sagen, ey? Eivor. Irgendwie eine Figur, irgendwie sympathisch. Aber überwiegend auch wegen der Synchro im Deutschen, muss ich ehrlich sagen, irgendwie sympathisch. Aber eigentlich ist er eine Vollflaume so. Er ist der krasseste, aber trotzdem irgendwie so der Laufbursche von jedem. Irgendwie eine Flaume einfach so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Hast du den an der Seite, kämpft er natürlich krass mit so, aber ja. Auch nicht sonderlich interessant so als Figur, ne? Packen wir den hier rein, ne? Dann haben wir Agent 47. Ja, das ist eigentlich also so von Ding her. Vom Ding her ist der auch ein Barmann, so. Kommt drauf an, wenn du genug Kohle hast, den bezahlst, dann ist er bestimmt auf deiner Seite. Ansonsten kann es natürlich auch dazu kommen, dass er dich wegschudelt, oder? Also, ja, kommt drauf an, auf welcher Seite du bist und wie viel Kohle du hast am Start. Ja, packen wir den da hin. So, ja. Auch so von der Charaktertiefe, obwohl schon das Harte, ist schon hart eigentlich, wenn ich so überlege. Auch sein Leben ist eigentlich hart gewesen, ne? Wieder ausgebildet wurde, die ganzen Kinder und so, ja. So, ja, okay, passt eigentlich. Ja, wir werden am Ende nochmal gucken. Dann haben wir Alan Wake. Ja, Alan Wake. Ist das schon Flügelmann für mich? Nee, nicht unbedingt. Schon interessant so. Aber würde ich sagen, dass ich den als Spielfigur voll abfeiere? Nee, eigentlich nicht. Nee, passt schon. Also, der hat natürlich viel mehr Legendenstatus, ja. Agent 47, ich pack den doch mal hoch, ja. Als Legende, irgendwie ist das so schon eine coole. Ich meine, immerhin hat er es auch geschafft, einige Filme rauszubringen. Den zweiten Hitman-Film habe ich gar nicht geguckt, den ersten fand ich aber eigentlich gar nicht so schlecht. Der war gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall nicht so schlecht wie, keine Ahnung, Max Payne oder sowas. Dann haben wir Noctis, den Prinzen quasi, den verwöhnten Boy aus Final Fantasy 15. Habe ich nie so richtig durchgezockt. Ist irgendwie auch so auf meiner Liste, würde ich gerne mal richtig durchzocken nochmal, aber habe ich noch nicht gemacht. Irgendwie jetzt nicht so der Überknaller gewesen bisher. Von dem, was ich gesehen habe, nicht so der Überknaller-Charakter. Keine Ahnung, wie es später ist. Bestimmt noch ein bisschen tiefgründiger und so. Mit der ganzen Boygroup da unterwegs zu sein. Dann haben wir Tidus. Tidus, wa? Ja, Tidus war das. Den fand ich, also Final Fantasy 10, man liebe ich, ey. Voll das geile Game. Immer noch geiles. Irgendwie hätte ich da Bock, nochmal die neue Version dieses Remaster nochmal neu durchzuzocken. Gibt sein Bestes, um, wie heißt sie nochmal, Luna zu helfen und so weiter, sie zu unterstützen. Das ist ein Edelmann für mich, klar. Dann haben wir Mega Man. Ja, ist natürlich eine ikonische Videospielfigur für mich persönlich. Ich bin jetzt nicht der übergroße Mega Man-Zocker so, auch einfach früher einfach zu schwer und irgendwie dann später nicht so wirklich. Mega Man, ja, auf meiner Liste so von der Bedeutung für mich eher so Barmann, ja. Ja, also ist natürlich ikonisch, das ist klar. Aber ich finde den jetzt auch nicht mega cool so. Obwohl diese, wie hieß es? Mega Man Anti-Warriors. Kennt jemand noch von euch die Serie? Die war voll geil. Die fand ich voll geil. Dann haben wir Captain Price aus Call of Duty. Das ist ein Wingman. Klar, der ist an deiner Seite. Der hilft dir. Dann haben wir Sam. Wie heißt der nochmal? Sam Peter. Wie hieß der? Sam. Nee, Sam Porter oder sowas. Sam Porter Bridges oder so. Ah ja, genau. Ja. Wenn du ein Baby bist, passt er auf dich auf, aber ansonsten, keine Ahnung, ich hab keine Lust, mir einen Windel anzuziehen, dass er mich beschützt oder so, wenn es drauf ankommt. Und so als Spielfigur, jetzt mal ohne Spaß, so wirklich als Spielfigur, wie interessant finde ich die? Es geht eigentlich, ehrlich gesagt, würde ich auch hier einordnen. So krass interessant fand ich ihn jetzt nicht. Also ich sag mal so, wenn ich so überlege, warum habe ich Death Stranding gespielt? In erster Linie wegen der Story an sich, aber nicht wegen ihm unbedingt, wenn man versteht. Dann haben wir Scorpion, natürlich auch Legende, so, ja, Videospiel-Legende auf jeden Fall.
Coolness Faktor ist schon gut gegeben. Coolness Faktor ist gut gegeben. Ja, komm, ist ein Wingman, Alter. Einfach wegen der Coolness. Einfach auch wegen dem Spruch. Jeder kennt ihn so. Get over here. Passt schon. Ryu. Ryu ist für mich auch, Alter. Street Fighter liebe ich auch über alles, ne? Ah, Ryu, natürlich, ja, ja, dieser Konkurrenzkampf mit Ken und so, natürlich auch oftmals am Start. Finde ich geil, Mann. Ryu ist geil, Mann. Aber ich glaube, ich würde ihn trotzdem bei Wingman einsortieren. Es ist nicht ein ganz Edelmann, so. Ja, obwohl, weil ich Street Fighter liebe, komm, Edelmann. Dann haben wir Kratos, für mich persönlich ein Mann-O-Mann. Er ist einfach Mann-O-Mann, ja, Herkules. Ja, Mann-O-Mann, Herkules geht dran. Ja, ist ein Mann-O-Mann. Ich liebe die komplette Spielereihe. Es gibt nicht ein einziges schlechtes God of War-Spiel. Das muss man erstmal abliefern. Kratos hat jeden auseinandergenommen. Und jede auseinandergenommen. Auf andere Art und Weise, ja. Also die Frauen hier und da mal so. Und also mal auseinandergerissen und mal auch ineinander. Egal. Also der hat alles abgeliefert, ja. Also Kratos ist auf jeden Fall Mann-O-Mann. Auf jeden Fall. Mann. So, dann haben wir Joel. Joel. Mensch, Joel. Du bist alt geworden. Du bist auch ein Mann-O-Mann für mich. Liebe ich auch die Spielfigur. Liebe ich. Gerade im ersten Teil, obwohl einige das, glaube ich, irgendwie falsch aufgreifen. Im ersten Teil ist er eigentlich ein mieses Arschloch. Am Ende gerade. Am Ende ist er ein mieses Arschloch, genauso wie Kratos. Das sind eigentlich keine Sympathen. In dem Sinne. Aber man findet sie sympathisch. Aber eigentlich bauen die mega viel Scheiße. Das sind richtige Killer, Alter. Richtig eiskalte Killer. Besonders auch, also Kratos sowieso, natürlich, klar. Gerade wenn man so God of War 1 gespielt hat, wie er diesen Typen, dieser Hydra wegkickt und so. Aber Joel ist auch ein mieser Typ. So ein mieser Typ eigentlich. Eigentlich so von dem Sinne ist er ein mieses Schwein. Auch, ne? Auf der einen Seite, ja. Zu den Liebsten, wenn du auf seiner Seite bist, dann beschütze dich. Aber wenn du gegen ihn bist, oh Junge, der tötet dich einfach. Auch wenn du nichts gemacht hast. Trotzdem, Joel muss nach oben. Dann haben wir Tommy Vercetti. Ja. Ja, ich habe jetzt vor ein paar Monaten nochmal die GTA-Trilogie gezockt. Einige würden ihn wahrscheinlich viel weiter oben einsortieren. Für mich ist er ein Barmann. Ich finde seine Story jetzt nicht sonderlich interessant. Ist halt abgekupfert von Scarface. Natürlich in erster Linie, aber ja, keine Ahnung. Ich find ihn jetzt von den GTA-Charakteren nicht so interessant, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ist nicht so mein. Aber Barmann ist okay so, ja. Ist noch okay. Barmann ist so halt das okaye Ding, ja. Also denke ich mal. Also das wäre okay, das ist gut, das ist sehr, sehr gut und das ist halt Legende, ja. Und hier Milchmann ist halt eher nicht so geil und Ehrenmann ist halt scheiße. So, Geralt, Geralt kenne ich halt nur Teil 2 und 3, ja, und als Videospielfigur auch ganz oben mit dabei. Ja. Auch er, weißt du, er rettet, er ist krass, er kann krass kämpfen. Harte Kindheit, sehr, sehr harte Kindheit. Er kann krass kämpfen, er kann krass mit den Weibern umgehen und hat eine nach der anderen wecke. Dementsprechend ist er ganz vorne mit dabei, ja, also auch da Geralt als Figur, als Typ so mega nice, finde ich geil, ja, und das ist halt so mega krasser Mehrwert in The Witcher, und dementsprechend ist er ganz vorne mit dabei, ganz klar. Dann haben wir Adam Jensen, ja genau, aus Deus Ex, ja, wie war das nochmal, ist auch schon ewig, ja, und warte mal, Deus Ex, Mankind Divided war der letzte Teil, wa? Ich glaube, ich habe den gar nicht weitergezockt. Ich habe den damals angezockt auf YouTube und dann nicht mehr weitergezockt. Wie hieß denn der Teil davor? Oder war das der erste Teil von dem Reboot? Deus Ex? Das gab es doch zwei von diesen neueren. Egal. So als Figur sehr. Ich finde ihn irgendwie schon cool so. Er wurde auch im Deutschen cool synchronisiert, finde ich. Das gibt mir auf jeden Fall auch mal so, wenn die Figuren auch coole Stimmen haben. Egal ob Deutsch oder Englisch. Aber so als Figur würde ich den, glaube ich, auch hier einsortieren, Barmann. Ist schon cool so, aber jetzt auch nicht so, dass ich denke, Alter, der kommt in meine Top 20, wenn ihr versteht, ne? Master Chief, ja, ist Legende. Ganz klar, Legende. Grausig, was ich aktuell höre von der Serie. Auch ein Kollege meint, es ist totaler Trash, totale Rotze. Keine Ahnung, ob ihr das gesehen habt. Gut, dass ich es noch nicht gesehen habe. Wer weiß, ob ich mir die Serie irgendwann mal reinziehe. Was sie mit dem machen, das ist anscheinend kompletter Trash. Aber Master Chief ist einfach absolute Videospiel-Ikone. Übertrieben, also ganz klar. Ganz klar, ganz klar. Mann, oh Mann. Max Payne. Max Payne?
Alter, gefühlt hat jeder eine harte Kindheit oder irgendein hartes Schicksal, war jeder. Auch er hier mit dem Verlust von seiner Frau und so, Max Payne. Ich freue mich auf das Remastered, wenn es gut gemacht ist natürlich. Muss man ja immer vorsichtig sein mittlerweile bei Rockstar. Version. Alter, wie viele Charaktere haben wir noch vor uns? Ach du Scheiße. Egal. Ich muss aber sagen, ich habe damals Max Payne 1 und 2 nie richtig gezockt. Ich habe es bei einem Kumpel gezockt mit dem. Und da haben wir eher so zur damaligen Zeit, als es rausgekommen ist, eher so uns abgefeilt. Oh, guck mal hier, Slow Motion und so, ja. Das war so krass, aber so richtig krass. Oder warte mal, ich weiß es gar nicht. So halbwegs, Alter. Ach, ich weiß gar nicht, Mann. Ich freue mich auf die Remaster, auf jeden Fall, die werde ich auf jeden Fall spielen. Der dritte Teil ist ja von Hardcore-Fans nicht so geil, also wird ja nicht so geil bewertet. Ich fand ihn trotzdem ganz cool. Gerade spielerisch fand ich ihn echt nice eigentlich. Und der ist auf jeden Fall ein Wingman, so. Klar, wie gesagt, wenn er so seine Depri-Phasen hat, ist er jetzt nicht unbedingt verlässlich, denke ich mal. Aber so als Videospielcharakter ist er jetzt nicht bei mir so ganz, ganz oben. Aber ist schon cool so, ja. Schon cool. CJ, ja, San Andreas würde ich schon einen über Tommy ranken, aber jetzt auch nicht zu krass. So. Obwohl er schon cool ist, San Andreas habe ich als Kind gemocht. Jetzt beim Neuspielen hat es natürlich gelitten, so, weil das Spiel 20 Jahre alt ist oder so. Ja, Trevor, auch aus GTA, GTA 5. Trevor, der ist durchgeknallt. Ist schon cool, so, dieses Psychomäßige, aber jetzt nicht, auch nicht zu übertrieben. Ich glaube, den würde ich auch hier bei Wingman einsetzen. Ich würde ihn nicht als Wingman mitnehmen, weil er komplett ausrasten kann in jeder Zeit, aber so, ihr wisst ja, das steht halt für gut halt, ja. Ja, ist schon gut so. Mario ist ein Edelmann. Ist für mich natürlich eine Über-Ikone so, aber obwohl, eigentlich muss er nach oben. Komm, was quatsch ich hier, Alter? Eigentlich muss er nach oben. Aber der versucht die ganze Zeit, eine Alte zu retten und kommt trotzdem nicht ran. Was ist mit dem los? Irgendwie will er denn doch nicht einlochen, nur bei den Röhren. Was soll das? Und bei Golf natürlich. Golf meine ich natürlich. Irgendwie jedes Mal, wenn ich den nehme bei Mario Golf, also schieße ich halt daneben, weißt du, deswegen mit einlochen gerade. Das meine ich natürlich. Ja, klar. So, aber trotzdem, ich sag mal so, Mario gehört eigentlich schon nach oben, aber unter jede Figur von denen hier. Für mich persönlich so. Dante, boah, Dante haben wir am Start von Devil May Cry. Das ist, och Mann, ey. Irgendwie hätte ich auch nochmal Bock, die ganzen Dante-Games zu zocken hier, Devil May Cry. Ich glaube, den zweiten habe ich nie so richtig gezockt, der wurde ja so zerrissen damals. Der erste ist natürlich geil, der dritte geil mit der Anfangsszene, mit der Pizza und so weiter. DMC, Devil May Cry, mega geiles Game, wurde ja gehasst irgendwie von Fans, keine Ahnung warum, fand ich mega geil, ja. Der fünfte Teil hat auch Bock gemacht. Da war ja der coolste einmal so. Ja, der ist schon ein Edelmann so. Irgendwie finde ich ihn mega cool so. Ja, finde ich schon mega cool. Ich überlege gerade wegen Cloud, Alter. Wie gesagt, ich kenne nur das Remake so und natürlich die Geschichten und die hören und sagen. Aber so den siebten Teil habe ich nie so richtig komplett durchgezockt. Wahrscheinlich wäre der bei mir auch höher, wenn ich das komplett gezockt hätte damals. Aber das war noch nicht, als es damals auf der PS1 rausgekommen ist, war einfach noch nicht meine Rollenspielzeit. Da war ich einfach zu jung noch. Dass ich das nochmal sage. Jacob! Puh, Alter. Ganz ehrlich, ist ein Barmann. Milchmann. Der ist so langweilig. So langweilig. Weg. Langweilig pur. Dann haben wir Raiden. Raiden, boah, eigentlich schon Edelmann. Der ist schon krass. Vor allem in dieser Version. Metal Gear Rising, wie krass er unterwegs ist. Metal Gear Solid 4, mega krass. Metal Gear Solid 2 wurde ja auch damals gehatet so, weil er ja rumgeheult hat. Und er hat auch viel rumgeheult. Aber wie er sich entwickelt hat, man, der ist schon krass. Der ist schon krass eigentlich. Ja, der ist krass. Dann haben wir Sir Galahad aus The Order. Ist ein Wingman. Fand ich schon cool so. Hätte ich sehr, sehr gerne mehr gesehen. Fand ich sehr cool, ja. Also ist auch da wieder traurig, wenn ich das hier sehe, weißt du, dass es einfach nicht weitergeführt wird. Ey, einfach traurig. Commander Shepard, ganz oben. Ganz, ganz oben, ist ganz klar. Mass Effect Trilogie muss man am besten gezockt haben, wenn man auf Rollenspiele steht, wenn man auf Science Fiction steht. Zieht euch Mass Effect rein. Wenn ich, auch das würde ich gerne nochmal nachholen. Also die DLCs, ich habe nicht alle DLCs gezockt. Gerade beim dritten habe ich, glaube ich, nicht ein einzige DLC gezockt, weil es schon meine YouTube-Zeit war nämlich. Deswegen, ja. Und beim zweiten habe ich, glaube ich, auch nicht die letzten oder so. Ich weiß nicht. Die ersten habe ich, glaube ich, beim zweiten Teil. Ey, ich müsste es echt nochmal nachholen. Ich habe auch die Collection. Also ich habe die, kam ja letztes Jahr raus. Ja, krass. Einfach krass. Einfach krass. Solid Snake, auch direkt nach oben. Auch direkt nach oben, das ist ganz klar. Solid Snake ist auch absolute Ikone für mich. Mega geil. Ja, dann haben wir hier, wie heißt er denn noch? Gordon Freeman. Ja, auch da, ja, damals, also als Teil 1 und so weiter rausgekommen ist und 2, als es ganz frisch rausgekommen ist, das war einfach nicht meine Zeit. Ich habe die erst nachgeholt in der Orange Box. Dementsprechend habe ich jetzt nicht so die Über-Ikonisierung mit dem so. Und er als Charakter, war der denn so mega cool so an sich?
Ich weiß nicht, wie viele Leute, die Half-Life richtig abfeiern, feiern Half-Life wegen ihm ab. Ist doch eher das Gameplay gewesen und die Story im Gesamten, oder? Ich weiß nicht. Also bei mir ist er eher so, ja, ja auch hier unten, ne, ehrlich gesagt. Ist vielleicht für den einen oder anderen jetzt, wow, wie kann er das? Aber ist halt meine Meinung, ne? Dann haben wir Link. Link, boah, ja, ist natürlich auch Ikone. Videospiel-Ikone, absolut, ja. Ich glaube, ich packe ihn auf Edelmann. Obwohl, ich habe noch nicht so, ich habe gar nicht so viele Zelda-Games gezockt, so. Ja, mein erstes richtiges Zelda war, was ich selber gespielt habe, war Wind Waker. Ich habe immer zugeguckt bei Ocarina of Time und so weiter und Majora's Mask und so weiter, fand ich voll cool, aber ich habe das nie gezockt, so richtig. Nur zugeguckt immer. Dementsprechend, Link, ist schon, Edelmann ist schon hoch für mich, ehrlich gesagt, mit Link. Ich finde ihn schon cool, so, bei Smash Bros. Habe ich oft ihn genommen. Ja, also Mario gehört eigentlich also so in, ich weiß nicht. Ja, passt schon. BJ Blazkowicz aus Wolfenstein, das ist schon mindestens ein Wingman, so. Finde ich schon eine coole Socke, ja. Finde ich schon eine coole Socke, obwohl, vielleicht Edelmann, packen coole, ja, machen wir hier Wingman erstmal. Spider-Man, ja, Spider-Man ist natürlich, ja, schwierig, war, also Spider-Man so als Videospielcharakter, schwierig zu beurteilen. Ist schwer, so. Ist schwer jetzt, ihn nur als Videospielfigur zu betrachten, obwohl der hat schon 38.000 Videospiele. Ach, komm, machen wir einfach so, wie ich Spider-Man fühle, so, ich mach den einfach oben. Es macht natürlich so als, ist natürlich keine klassische Videospielfigur, ne? Also, ja, das ist außer Konkurrenz. Dann haben wir Miles hier auch, da packen wir den Miles, packen wir eine Stufe drunter, weil er nicht so krass ist wie Peter für mich. Batman haben wir nämlich auch hier, glaube ich. Batman ist auch denn, machen wir einfach mal so und Deadpool auch so. Ja. Ja, so. Aber das ist einfach so meine Präferenz als allgemeine Figuren. Es ist schwer als Videospielfigur. Ja, ist es halt schwer, so, oder? Also, ja. Ihr versteht schon. Ist halt keine Videospielfigur, sondern eigentlich erst Comic und ihr versteht schon. So, da haben wir Starkiller. Starkiller aus Force Unleashed. Auch da, Freunde, Freunde, jetzt mal ernsthaft. Wenn ihr jetzt Starkiller seht und hört, habt ihr nicht direkt Bock auf den dritten Teil, ja, oder? Hier, viele von euch bestimmt schon, ja. Ich auf jeden Fall auch. Ja, jo, also an sich schon coole Sau, ja, so, also geile Games auch, ja, obwohl der zweite war schon deutlich schwächer, auch viel zu kurz, aber ich hätte trotzdem gerne den dritten Teil gesehen, aber wär's unbedingt wegen ihm gewesen? Nicht unbedingt. Er ist schon cool, ich packe ihn, glaube ich, bei Wingman rein. Er ist natürlich auch mega krass stark, so, überpowered, deswegen gibt's den auch wahrscheinlich nicht mehr. Dann wird's wahrscheinlich auch keinen dritten Teil geben, weil er einfach viel zu stark ist, eigentlich, der ist einfach viel zu stark. Da muss ich mal einfach reinziehen, der ist einfach so stärker als Vader und Palpatine zusammengeführt. Naja. Dann haben wir Haven, spielt man ja eine Zeitweise, deswegen ist er hier anscheinend drin. Ist er da drin, meine ich. Ja, Haven ist schon eine coole Sau, ja, ist schon eine coole Sau. Ja, doch, packen wir hier bei Wingman rein. Dann haben wir Isaac Clarke aus Dead Space. Freue ich mich auch extremst auf das Remake, wa? Einfach irgendwie, keine Ahnung, ich hab einfach Bock drauf. Er selber. Trotzdem Wingman. Wingman ist schon cool so, aber jetzt nicht der Überknaller. Ja, Nathan Drake ist natürlich ein Mann, oh Mann, ist doch klar. So. Packen wir die mal hier so seitlich hin. Ja, Nathan Drake. Ja, krass. Einfach, ich liebe ich. Liebe ich. Einfach, Nathan Drake liebe ich. Dann haben wir Arthur Morgan. Hieß er Arthur Morgan? Ja, ich glaube, war. Auch für mich. Mann, oh Mann. Unfassbar geil. Also Red Dead Redemption 2. Ey, wenn es nicht so ein behäbiger Anfang wäre, ja, und so lange gehen würde, ich hätte einfach Bock, das nochmal zu zocken, ne? Aber Red Dead Redemption 2 hat so eine grandiose, geile Story, es ist unfassbar. Ich habe so hart mit ihm mitgelitten, und das ist irgendwie, muss man sich das mal reinziehen. Zieht euch das mal rein, hier die Liste. Kratos, Killer. Killer, eiskalter Killer. Auch kein, auch Unschuldige tötete. Joel, auch Killer. Auch Unschuldige tötete. Geralt, auch. Master Chief, nicht. Mario, auch ein Killer, mieser Killer, Goombas ohne Ende getötet, Koopas und so weiter. Commander Shepard, Retter. Solid Snake eigentlich auch Retter, aber Nathan Drake auch mieser Killer eigentlich. Der tötet hunderte, tausende Leute, Alter, trotzdem findet man die Folge. Arthur Morgan genauso, ist ein Verbrecher eigentlich, aber irgendwie fühlt man mal mit dem mit. Wurde dann auch, ich will jetzt nicht spoilern so, aber mega, mega cool. Dann haben wir Ryo Hayabusa aus Ninja Gaiden. Ja, Spiele cool. Er selber auch cool. Einfach wegen dem Ninja-Aussehen und Outfit packe ich den mal hier rein. Marcus. Ja, Marcus. Aus Watch Dogs 2. Ja, eher lame. Obwohl.
irgendwie schon cool, aber Alter, diese Szene, wenn der eine Kollege da stirbt, Alter, und die feiern sich trotzdem ab, eigentlich müsste ich den komplett runterranken, Alter, für die Aktion. Ach komm, passt schon so. Dann haben wir Alex Mercer aus Prototype. Da müsste eigentlich auch mal ein dritter Teil kommen, Alter, das wäre auch ganz geil eigentlich. Ja, als Figur, eigentlich für mich nicht so interessant, ehrlich gesagt. Da würde ich ihn schon fast hier hinpacken. Ja, durch seine Fähigkeiten, komm, durch seine Fähigkeiten kommt dann hier einer hoch. Aber so vom Charakter finde ich ihn eigentlich jetzt nicht mega krass interessant. So, jetzt muss ich nochmal ein bisschen rauszoomen hier. So, ja. Dann haben wir Wei Shen aus Sleeping Dogs. Ja, ja, schon coole Sau. Machen wir Wingman. Dann haben wir Nico Bellic. Wieder GTA. Das ist schon für mich ein Edelmann. Den finde ich mega geil. Wie gesagt, ich finde GTA 4 ist unterschätzt. Ja, underrated. Und Nico Bellic fand ich mit am interessantesten von allen. Alter, vielleicht packe ich den sogar nach oben. Ich finde ihn mega interessant. Ich fand seine Story richtig geil. Ah, Edelmann passt schon. Edelmann passt schon. Komm, Spider-Man kommt hier zur Seite. Das passt schon. Dann haben wir, ja, hat er eigentlich einen Namen? Hieß er nicht einfach nur Wolf oder so? Aus Sekiro? Oh, ja, ja. Er als Figur. Er als Figur? Ah, oh, Mann. Er als Figur an sich? Ah, irgendwie schon cool, irgendwie auch nicht so. Aber hat man Sekiro wegen ihm gespielt? Nein, hat man nicht. Hat man nicht. Ist okay, so, ja, keine Ahnung, ja, bei mir, so, ist okay, ist okay. Dann haben wir Delson Rowe, fand ich schon cool, Delson Rowe, Infamous, fand ich schon cool. Dann haben wir Rico Rodriguez aus Just Cause. Ja, ja, auch eher so okay, so als Figur. Dann haben wir, boah, wie hieß der nochmal, Sebastian Castellanos, irgendwie sowas. Aus Evil Within, da wäre auch ein dritter Teil ganz geil. Ja, ja. Wie fand ich ihn? Eigentlich auch okay. Ist okay. Also, wie gesagt, Barman ist halt okay, so, ne? Dann haben wir Chris Redfield. Alter, was ist das für ein Bild? Warum ist es nicht, warum wurde nicht das Bild aus Resident Evil 5 genommen mit seinem angespannten Bizeps, Alter, wie er den Stein wegprügelt am Ende? Ja, ist schon mindestens Wingman. Ich finde irgendwie Chris Redfield schon cool. Aber die haben auch viel Quatsch mit dem angestellt, oder? Und hier das Bild in Resident Evil 8 ist jetzt auch nicht unbedingt seine beste Rolle, finde ich. Wingman passt schon so. Obwohl ich ihn schon mag, so. Ich mag den irgendwie schon, aber. Na, ja, keine Ahnung. Dann haben wir Franklin. Ja, packen wir auch hier hin, Wingman. Also, die ist ja komplett voll hier, die Kategorie. Dann haben wir Jin Sakai. Auch Wingman. Ist schon gut. Der ist gut, Mann. Warte mal, was hatte ich jetzt für eine Reihenfolge? Warte mal, das ist schon sehr gut. Das ist gut, wa? Und dann packe ich den mal jetzt sehr gut rein. Doch, ist eine coole Sau, Mann. Jin kommt hoch. Komm. Jin kommt hoch. Ist für mich über Link, aber unter Nico, ja? Also so wäre mein Ranking jetzt so. Also wie gesagt, es gibt trotzdem hier nur Unterschiede. Auch wenn die hier alle in der Liste sind, gibt es trotzdem Unterschiede. Aber das habe ich ja schon tausendmal erklärt bei den anderen Listen. Michael, packen wir den auch hier hin. So, GTA-Trio, GTA-5-Trio, passt hier schon hin. Nico finde ich interessanter als jeden von denen. Dann haben wir Desmond. Desmond, fand ich schon cool. Packen wir Edelmann hin. Fand ich schon sehr gut, ja. Ja. John Marston. Auch ganz klar. John Marston ist auch für mich eine geile Figur. Unfassbar krass. Vor allem Red Dead Redemption 1 spielst du und denkst dir, John ist so cool, wa? Dann spielst du den zweiten Teil und er wird noch cooler dadurch. Das ist so, das ist halt das Geile bei Red Dead Redemption 2. Ja. Dann haben wir Arno. Packen wir auch hier rein. Wingman. Packen wir rein hier. Fand ich schon cool so. Hat die hübscheste Frau aus allen Assassin's Creed Spielen, also passt schon. Dann haben wir Tommy Angelo, obwohl bei diesen Mafia Games und Filmen und so weiter gefühlt heißt jeder Tommy oder Vito oder so. Ja, ich habe das Remake sehr gerne gespielt, ich fand ihn echt auch ganz cool. Ja, packe ich auch hier rein. Alter, was ist das? Also hier ist wirklich die Kategorie am größten, ne? So, zoomen wir nochmal ein bisschen raus, dass ihr so eine kleine Übersicht habt. Dann haben wir hier Lee. Warte mal, soll ich noch ein bisschen rausholen, dann seht ihr die. Dann haben wir Lee. Hieß der Lee? Lee hieß der doch aus der ersten Staffel, oder? Ja, ja. Packen wir rein, Wingman. Erste Staffel Walking Dead ist schon geil gewesen, Mann. Dann haben wir hier Ethan Winters. Ja, genau, das müsste das Bild sein. Ja, eigentlich aus der Ego-Perspektive spielen wir in Resi 7 und 8, aber es gibt ja dann am Ende so die Szene, wo man dann so ranzoomen kann. Deswegen das Bild, falls ihr das noch nicht gesehen habt, das Gesicht, das ist Ethan Winters. Ich will immer Ethan Mars sagen und das wäre zum Beispiel eine weitere Figur vorne, aus Heavy Rain. Ja, also wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, ballert mir das in den Kommentaren, ansonsten machen wir halt andere Tierlisten. Ja, nee, irgendwie nee. Der heult immer rum und so und irgendwie ist er voll der Tollpatsch und keine Ahnung.
Alter ihr. Alter ihr, ganz klar. Mann, oh Mann. Alter ihr, Mann, oh Mann. Ist ganz, ganz klar. Dann haben wir. Dann haben wir Bayek. Bayek. Irgendwie sympathisch, aber auch irgendwie langweilig. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Irgendwie sympathisch. Also das, was er mit seinem Sohn am Anfang macht, was da passiert, sieht so cringe lächerlich aus. So richtig Slapstick-Clown-Niveau ist es. Wie er auch sich an der Nase herumführen lässt von seiner Frau. Nee, komm. Irgendwie auch sympathisch, aber ich. Keine Ahnung, Mann. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Irgendwie hätte ich ihn. Ich weiß nicht. Da muss ich nochmal überlegen, keine Ahnung. Leon. Auf jeden Fall Edelmann. Edelmann. Leon S. Kennedy. Resident Evil 2 Remake ist so ein geiles Spiel. Da passt ein. Cal Kestis. Ja. Ja. Ich fand das Spiel schon ganz cool. So, hat Spaß gemacht. Jedi Fallen Order. Aber fand ich ihn jetzt so krass. Als Figur. Ist okay. Ist okay bis gut. Okay. Ah, komm, packen wir ihn hier rein. Einfach. Keine Ahnung. Weil er ein Jedi ist. Weil er krasse Fähigkeiten hat. Dann haben wir Lincoln Clay. Fand ich echt cool so. Ist ein mieser Motherfucker. Der macht einfach. Der zieht einfach durch. Dann haben wir Corvo aus Dishonored. Ja. Cool so. Cooles Design mit der Maske und so. Geile Fähigkeiten. Geile Games. Aber er als Figur so tiefgrünig und so ist ja jetzt nicht sonderlich. Ist okay so. Obwohl ich den schon mag, versteht ihr? Also, ich versuche das irgendwie so halt mir zu überlegen. Ich finde, ich mag den eigentlich schon ganz gerne. Ach komm, scheiß drauf, pack ich ihn um hin. Ich mag den eigentlich ganz gerne. Dann haben wir Jimmy. Ah, fand ich auch gut. Jimmy, fand ich auch gut. Vito ist für mich ein Edelmann. Vito finde ich so geil, Mann. Vito finde ich so geil in Mafia 2. Einfach richtig geile Synchro. Richtig geile Aktion, die er abliefert. Mega. Dann haben wir Deacon St. John, oder? Hieß er so? Ja, ich glaube schon, ne? Ja, machen wir hier rein. Fand ich schon ganz cool so. Aiden Pierce. Ja. Wo haben wir Marcus? Ja, dann muss er einen drüber. Dann haben wir Shea Patrick Cormack. Kommt auch hier rein. Aus Assassin's Creed Rogue. Dann haben wir Frank. Hieß der Frank West? Das ist aber das Bild vom vierten Teil. Der vierte Teil war leider nicht so geil. Der Dead Rising 4 war richtig eigentlich im Vergleich leider nicht so geil. Ja, ist okay. Ist okay. Dann haben wir Cole. Kommt auch hier rein. Marcus Phoenix. Legende für mich. Also, ja, Mann um Mann halt. Werden jetzt einige nicht so fühlen, weil sie einfach keine Ahnung haben. Ganz einfach. Marcus Phoenix ist eine geile Sau, Mann. Booker DeWitt. Aus Bioshock Infinite. Also vom Interessensfaktor, wie cool die erzählt wurde, die Figur und Geheimnisse und Offenbarungen und so. Mega geil, wa? Also ist es schon Edelmann so? Oh nee. Ich weiß es nicht. Oh, schwer. Also irgendwie, wenn ich mir gerade so mein Ranking ansehe, warum ist eigentlich Sam Fisher hier unten, Alter? Warum ist der eigentlich hier unten, Alter? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Obwohl, nee, das passt eigentlich schon. Ich pack, glaube ich, Booker dahin. Ich finde die Figur mega krass, aber wenn ich so überlege, was ist meine liebste Videospielfigur, dann würde er mir nicht sofort einfallen. Versteht ihr, wie ich das meine? Deswegen auch hier, wie gesagt, die Jungs, die sind außer Konkurrenz hier. Spider-Man und Batman, die sind außer Konkurrenz nochmal. Ich betone es nochmal. Weil, wie gesagt, sind keine richtigen Videospielfiguren. Die kann man hier rausnehmen. Eigentlich. Dann haben wir. Kazuma, mein Gott. Kazama Kiryu. An sich, ey. Das ist auch so ein Schandfleck auf meiner Liste. Ich habe letztes Jahr. War das letztes Jahr? Ja, ich glaube letztes Jahr. Ich glaube letztes Jahr habe ich Yakuza Zero angefangen. Auf der Xbox, als es im Game Pass war. Und ich war echt ganz gut dabei, hat echt Spaß gemacht und dann wurden die Spiele rausgenommen. Oder war das dieses Jahr? Ich weiß gar nicht mehr. Also die Zeit verschwimmt auch so krass. Trotzdem so die anderen Teile auch mitbekommen. Ich habe auch damals mal den vierten gezockt und so. Und auch Teil 3 und so. Also alle mal ein bisschen angezockt, aber ich glaube nicht einen richtig durchgezockt. Auch wirklich Schande. Irgendwie finde ich, es ist eigentlich genau das, was mich immer angesprochen hat. So vom Yakuza. Aber was mich immer abgetönt hat früher, einfach aus Faulheit. Weil einmal das Englische, oder? Die englischen Untertitel. Einfach aus Faulheit. Ich verstehe das alles, gar kein Problem. Hier und da kann man natürlich ein paar Wörter mal dann nachschlagen und so weiter. Aber ich bin einfach faul, wa?
keine Ahnung. Und jetzt lese ich teilweise Mangas auf Englisch und denke mir so, warum spielst du nicht das Spiel, Mann? Zeit. Ist schon, also, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich pack den trotzdem hier hin. Also, das, was ich mitbekommen habe, nee, obwohl. Also, wenn ich die Spiele. Also, ich weiß einige Stories, wie er denn auch ein Waisenhaus aufbaut. Ich weiß so vieles über den, obwohl ich die Spiele gar nicht so selber richtig intensiv gezockt habe. Ist eine geile Sache. Ich glaube, wenn ich das selber gespielt hätte, die ganze Yakuza-Reihe, wäre er bei mir mindestens Edelmann, denke ich. 100% bin ich davon überzeugt. 100%. Auch hier der andere, wie heißt der andere nochmal? Der lustige. Mann, Alter, der auch in Zero dabei war, später auch wieder kommt. Ey, komm, wer ist hier Yakuza-Fan? Gibt es überhaupt Leute hier in Deutschland? Doch, einige gibt es schon. Ja. Soha. Aus Kingdom Hearts. Ist okay, bis gut. Ist okay. Ich bin jetzt ja übergroße Kingdom Hearts-Fan. Ich habe ja auch nur die Hauptteile gespielt, also Teil 1 und 2 und den dritten auch nur angezockt, weil ich den einfach nicht geil fand. Ich fand den dritten wirklich nicht geil. Also, es war leider, der kam leider viel zu spät. Also, 5 Jahre gefühlt danach nochmal die, nochmal Episode Fluch der Karibik 3 nachspielen. Ist. Boah, sorry, ich muss jetzt ein bisschen Aufschuss. Alter, war jetzt nicht so geil. Ich habe mich jetzt auch nicht so mega krass gefreut über die Ankündigung für den vierten Teil. Irgendwie schon, ja, keine Ahnung. Den ersten Teil fand ich voll geil damals mit der deutschen Synchro und so weiter. Die vermisse ich ohne Scheiß, die vermisse ich. Alter, Kingdom Hearts 1. Boah, das war schon geil, Mann. Das war schon geil, ja, trotzdem packen wir den dort hin. Dann haben wir Talion aus Mittelerde. Hoffentlich kommt da auch mal ein dritter Teil, das wäre auch geil, oder? Warum kommt da kein dritter Teil, Mann, das wäre voll geil. Das würde ich doch eigentlich anbieten. Warum? Ey, das wäre so krass, wenn die das einfach ankündigen würden, ne? So zeitnah zur Serie, aber da, jetzt kommt ja das Gollum-Spiel zeitnah zur Serie, ne? Obwohl da jetzt, ja, habe ich auch nicht so viel Gutes gehört. Egal, ja, vom Charakter her eher so, naja, geht so, ne? Ah, Ezio. Also, das ist wirklich mit Gefühl das schlechteste Bild hier von Ezio. Was ist da los? Trotzdem natürlich. Einfach Mann, oh Mann. Jetzt haben wir JD. Ja, das muss ich jetzt nicht mal erklären, oder? Dann haben wir JD Phoenix, also den Sohn von Marcus Phoenix. Also, Teil 4 und 5 ist er dabei. Ist gut so. Ist schon gut. Er ist halt der Sohn von einer krassen Legende, so. Dementsprechend packen wir den hier rein. Ja. Dann haben wir. Castlevania, Lords of Shadow, auch da ein dritter Teil wäre voll geil. Der erste Teil war richtig geil damals. Aber der war echt voll geil. Aber der zweite Teil war jetzt nicht mehr so nice. Vor allem auch dieses Pan's Labyrinth, könnt ihr euch noch erinnern an das Spiel? Ist mein Let's Play echt noch online von beiden Spielen? Oder vom zweiten Teil? Ich weiß gar nicht. Welcher war das denn jetzt hier? Gabriel, glaube ich, Belmont, war? Gabriel? Glaube ich ja. Übrigens, Empfehlung an der Stelle für die Netflix-Serie. Ja, zieht euch Castlevania rein. Also mit das Beste, wenn ich so überlege, ich glaube nach Arcane. Ich glaube, nach Arcane mit das Beste, was du so in Sachen Videospiele gucken kannst. Richtig geil, richtig geile Serie. Auch geil animiert. Hab ich gar nicht mehr so krass in Erinnerung. War der so cool so? Irgendwie schon cool so, ja. Aber auf der anderen Seite. Ach, ich weiß nicht, ich hab meine Erinnerung verblassen so ein bisschen an den. Dann haben wir Edward. So, Edward ist schon eine geile Sau. Also wir haben hier Arno drinne, wir haben hier Connor drinne. Da muss eigentlich schon einen drüber. Deswegen packen wir den bei Edelmann rein. Ja. Den packen wir bei Edelmann rein. Komm, passt so. So, jetzt nochmal kurz gucken. Ist leider keiner Ehrenmann geworden. Milchmann. Jason ist schon so an sich schon cool eigentlich. Und er klärt sich halt die heißeste auf der Insel. Aber das ist eine verrückte Bitch so. In Far Cry 3. Ich überlege gerade. Irgendwie passt das schon. Ist ja auch ein bisschen Spaß-Ding so, ja. Ist ja auch ein bisschen Spaß. Spaß, das habt ihr bestimmt schon gemerkt. Alleine an den Namen der Tierlisten. Ja, keine Ahnung. Jason ist an sich schon okay so, ja. Also, ja. Ist schon okay so an sich. Jacob finde ich voll langweilig, wie gesagt. Ja. Duke Nukem kann ich auch jetzt auch nicht viel mit dem Duke anfangen, so. Ja, passt eigentlich so. Wie gesagt, nehmt die nicht 100% ernst. Hier oben schon, so, da bin ich auf jeden Fall zufrieden. Also hier auf jeden Fall 100%. Und wird mir jetzt auch auf Schnelle keiner einfallen, wer da noch reingehören müsste, von den Leuten, die wir hier haben auf der Liste. Ja, eigentlich bin ich zufrieden damit. Ja, gut, okay, Freunde, das war's denn. Ballert mir gerne mal euer Ranking in die Kommentare, ja, eure coolsten oder liebsten Figuren von denen hier, die aus dieser Liste, wenn irgendwelche Figuren fehlen, Freunde, und da fehlen einige, ja, da fehlen einige. Ihr habt ja gesehen, wir haben jetzt zum Beispiel hier zwei Charaktere von Final Fantasy, man könnte natürlich auch andere nehmen, ja, hier aus Final Fantasy 8 oder hast du nicht gesehen, könnte man natürlich reinnehmen, man könnte auch, keine Ahnung, es gibt ja etliche Figuren, ja, also etliche Figuren. Lasst mich das einfach gerne mal wissen, wie ihr das seht. Und was noch fehlt an Figuren. Und wie gesagt, ich hätte Bock, das nochmal mit weiblichen Charakteren zu machen. Da ist die Liste ja jetzt nicht so groß von spielbaren Charakteren. Da wären natürlich trotzdem Ikonen dabei, ja. Und man könnte wirklich so eine Sidekick machen. So eine Sidekicks.
Und was ich auch gerne machen würde, und ihr merkt es schon, ja, hier fehlt zum Beispiel Donkey Kong oder Yoshi oder keine Ahnung, Dexter, obwohl Dexter, doch Dexter spielt man. Jack fehlt hier, Alter, fällt mir gerade mal ein. Ja, Jack fehlt eigentlich, zum Beispiel. Siehst du, zum Beispiel fehlt Jack, ja. Weil hier ging es halt um Figuren, die menschlich sind, ja. Also halbwegs menschlich. Deswegen fehlt hier, wie gesagt, so ein Yoshi. Weil da hatte ich mir nämlich überlegt, auch vielleicht so eine tierische Liste zu machen mit tierischen Spielfiguren, wo man dann nicht vielleicht unbedingt nur Leute nimmt, die man selber spielt, sondern die allgemein so cool sind, ja. Also ein, also, obwohl, ja doch, tierisch oder metallisch, weil ich überlege gerade, Ratchet & Clank, obwohl Rain ist ja auch mittlerweile halt Metall. Ja, egal, wir werden sehen, Freunde. Lasst mir einfach gerne Feedback da, lasst gerne ein Like da, wenn euch das ganz gefallen hat. Und ansonsten hört man sich. Haut rein, tschüss.